Moment mal. Wir haben uns wohl verlaufen. Hier kommen nur Band- oder Crewmitglieder rein und so wie du aussiehst mit Turnschuhen, gehörst du wohl kaum zu diesen Spezies. Schauen wir mal, ob du auf der Gästeliste bist. Ah, hab ich dich gleich gefunden. Flitzpiepe. Hallo und willkommen beim chaotischen Killer-Interface. Hier passieren jetzt die merkwürdigsten Dinge. Ich sage nur Schrödingers Katze. Ja, dies ist eine Verpackung wie Schrödingers Katze. Die Heisenbergsche Unschärferelation wird neu definiert. Ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt das Geschehen jetzt nicht mehr beeinflussen. Es wird jetzt total merkwürdig. Es wird seltsam. Ja, viel Spaß. Ja, früher, bis wir uns aufgelöst haben damals, bis zur Sintflut, Videos nicht besonders ernst genommen. Eigentlich gar nicht. Wir haben dieses Ägypter-Video gedreht, das hat Spaß gemacht. Wir haben dann später nochmal ein Video gedreht zu Bitte Bitte, wobei da haben wir eigentlich nur mitgespielt. Bela hatte jetzt also die Idee, Schreiner Liebe, war klar, dass es die erste Single werden würde. Und er hatte jetzt die Idee, das mit Buck zu machen. Spiel und Buck war nicht so richtig beeindruckt. Er hat dann noch die Augen zugehört, was die zweite Single werden sollte, und meinte: Mach das doch lieber, ich würde gern dazu ein Video drehen. Sehr schön ist natürlich die Allegorie, wir kommen aus dem Sarg, die Wiederauferstehung der Ärzte. Rott sieht auch mit dem Bart ziemlich klasse aus. Ansonsten sind es halt mehr so filmische Bilder als wirklich ein Video, so wie wir es wahrscheinlich heutzutage drehen würden. Ich glaube, wie gesagt, das erste Video, das war alles noch ein bisschen chaotisch und wir haben einfach mit uns auch viel machen lassen, weil wir haben natürlich dem Detlef Buck vertraut und so. Und das ist ja auch im Endeffekt für das, was wir damals eigentlich wollten, das war das vom Ergebnis her für uns relativ okay. Die beiden russischen Frauen, die in dem Video neben mir, links und rechts von mir sitzen, die waren ganz lustig, weil die konnten kein einziges Wort Deutsch. Und in den Drehpausen, das heißt in den Pausen, wo gegessen wurde, rannten die halt auf den Ackern rum und haben Äpfel gesammelt. So. Und zwar säckeweise voll. Das war, fand ich dann doch sehr rührend. Und die waren auch ganz lustig, weil die haben sich total gefreut, als sie dann auch diese die Flying V von Bela zersmashen konnten. Wir vereinbarten mit Detlef Buck ein Blind Date. Er wusste nicht, welche große deutsche Popgröße er dort treffen würde. Und als wir die Katze aus dem Sack ließen, sprich durch die Tür der Kneipe gingen, in der wir uns mit ihm trafen, er war das Hallo groß, denn wir waren seine absolute Lieblingsband. Später dann, nach ein, zwei Bierchen, fragte ich ihn: Detlef, mit wem hast du eigentlich gerechnet? Und dann sagte Detlef: Ja, der Lindenberg, mit dem hätte er schon eher gerechnet. Hm. Cool. Heavy Metal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir von EE haben dafür gesorgt, dass es auch bald in Deutschland ein Ozonloch gibt. Wir haben das in Deutschland verbotene FCKW in Flaschen gefüllt und verkaufen es als Spray. Bei Abnahme von 10 Sprays bekommen Sie eine Dose thunfischfreundlichen Delfinen umsonst dazu. Mach die Augen zu. Das zweite Book-Video, ein schönes Märchen. Woran ich mich auf jeden Fall erinnere, ist, Buck kam an mit einem riesigen Katalog von Models, weil er meinte, die Hauptdarstellerin, er hat uns das Video erzählt, die Story, und er meinte, die Hauptdarstellerin muss wunderschön sein und hier sucht euch eine aus. Das war unglaublich. Es gefällt mir besser als das andere Video, vor allem, weil Bela sich wirklich in diesen diese arme frierende Kröte verliebt hat. Mach die Augen zu, haben wir gedreht. Auf dem Friedhof, ein alter Friedhof in Mitte. Es war nicht unweit vom Alexanderplatz. Es war halt natürlich ärztetypisch, hat natürlich wieder sehr stark geregnet. Und wir haben im Regen gestanden und versucht, diesen Song zu performen. Eine wunderschöne Frau spielt in dem Video mit. Leider überragt diese Frau selbst Ferienurlaub um 4 cm.
Heavy Metal. Egal, jedenfalls haben wir uns schöne Klamotten gekauft und als es darum ging, ein Video zu drehen, haben wir gesagt, okay, eine komplette Persiflage auf alle Boybands, die natürlich uns unheimlich gut gefallen. Hat total Spaß gemacht, das zu drehen. Vor allen Dingen, es gibt eine Szene, da machen wir diese, wenn du in einen Spiegel blickst, wird erstmal rücksichtslos gewichst, dann machen wir diese wunderschönen Fickbewegungen mit weißen Klamotten und der Boden, damit der Boden reflektierte, wurde er immer frisch mit Wasser übergossen vor jedem Dreh und ich habe mich so auf die Fresse gelegt und die ganzen weißen Klamotten waren natürlich für den Arsch quasi und das war ziemlich lustig. Ja, das war auch eigentlich eine sehr, sehr lustige Dreharbeiten. Wir haben 2 Tage für gebraucht, haben zum ersten Mal mit einer Choreografin gearbeitet, einer Spanierin, einer spanischen Tanzlehrerin, die uns im Endeffekt ein paar kleine Tricks dann auch gezeigt hat. Ha! Nicht erschrecken. Eine Maske, die spricht. Nein, ich bin's, Mela B., einer der 5 Urgewaltigen des Horrors. Und einer der 3 Mitglieder der besten Band der Welt. Und kommen wir jetzt zu unserem 3. Album nach unserer großartigen Reunion, zu Le Frisur, eine Platte, die wir in 2 Wochen mehr durch Zufall aufgenommen haben. Und die erste Single von diesem großartigen Album, dem wildesten Album, was wir bisher gemacht haben, ist natürlich der 3-Tage-Bart gewesen. Und das Video dazu drehten wir in Spanien. Wir fanden uns gerade mit unserer Crew auf einer 5-tägigen kleinen Urlaubsreise während einer riesengroßen Tour, wo wir unsere Crew zu eingeladen haben. Und dann haben wir in Spanien schnell ein Boygroup-Video gedreht, zu dem Heike Makatsch meinte, dass wir nicht gut genug tanzen. Naja, Heike, für dich sage ich nur eins. Ich weiß, dass du nicht so mit dem Teufel im Bunde bist. Darum für dich heute Softie Metal. Wir waren mal in so einer Situation bei dem wunderschönen Album Planet Punk. Es ging um die Single Rod Love. Wer war dieser Rod? Ein Mensch, den man noch nie vorher gesehen hatte. Ein unbekannter Bassist der besten Band der Welt. Und wir wollten ihn featuren, wir wollten ihm eine Chance geben. Ja, und so haben wir dann unseren ganzen Mut zusammengenommen. Wir haben ein Video gedreht, in dem Rod die Hauptrolle spielte. Es war eine harte und nicht ganz, nicht immer leichte Entscheidung. Es war ein schwerer Weg, aber wie gesagt, man muss im Leben auch manchmal den schwereren Weg gehen. Besondere Sachen zu berichten ist vielleicht noch, dass die schreiende Mädchen halt, immer wenn ich da irgendwie Show-Effekte gemacht habe, die haben wirklich geschrien da und zwar auch spät nachts noch, waren die immer noch am Schreien, obwohl sie eigentlich gar nicht hätten schreien müssen, aber die haben wirklich alles gegeben. Und ich will mich hier nochmal ganz herzlich bei den Darstellerinnen bedanken für ihre tolle Mitarbeit. Das hat mich tierisch aufgebaut und hat mich in meinem Selbstbewusstsein gestärkt. Vielen Dank. Wenn ich mich hier so umschaue, das ist das Klo in meinem lieblingsbesetzten Haus in der Hafenstraße. Damit haben sie die Wände tapeziert mit unseren Erfolgen. Na gut, dort war es jedenfalls. Rodrigo als Megastar und Karl Müller und ich als das, was wir wirklich sind. Erbärmlicher Hausmeister.